Lass Espio mit Y ein Seil an die Haken anbringen und erreiche das Ziel. Mit Laufen. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Ich muss halt aber sagen, die Zuschauerzahlen sind heute mal wieder sehr weird. Ja, was soll's. Oh mein Gott, wie soll man denn da oben hinkommen? Ich meine, offensichtlicherweise denkt das Spiel so, yo, da kannst du hinkommen. Ich habe mehr Probleme mit, was? Level zu starten als mit den S-Rang. Ja, ist echt so gefühlt, ne? Ausrufezeichen. Ah, ich verstehe. Okay, ne, ich muss unten lang. Das mit den Schwingen habe ich noch nicht so ganz raus. Muss ich sagen. So. Da ist schon wieder ein Checkpoint. Oh. Okay, da muss ich das mit den Schwingen aber raus haben, um hier lang zu kommen. Oh mein. Und go. Komm schon. Das hier ist einfach nur fies. Ja. Ich meine, ich bin im Ziel angekommen. Aber nicht so schnell. Aber ich bin im Ziel angekommen. So, komm mal, jetzt da hoch. Ich meine, dass man hier landet, ist irgendwie immer noch blöd. Ich will eigentlich nicht ins Wasser. Arr, ich bin ein. Nein, ich bin keine Landratte. Okay, egal. Hat keiner gehört. Das wäre ziemlich Grinch-Witz gewesen. Hat das keiner gehört. Okay. Okay, gut. Das war nämlich gerade so. Was? So, jetzt mal langsam hier hoch. Und go. Wenigstens Espio hat das Ding eingesammelt, wenn ich es noch nicht einsammle. Und wenigstens er. Aber hier gibt es doch bestimmt irgendeine Methode, mit der man super weit fliegt, oder? Anders kann ich mir manches hier halt echt nicht erklären. Ich muss das da irgendwie hinbekommen. Ah, ich glaube, ich hatte gerade einen guten Flow und dann das. Die Sache, ich will irgendwie immer danach abspringen, aber irgendwie kann man da nicht mehr springen. Ich meine, irgendwie lande ich jetzt immer hier oben auf den Gitter. Auf den Stacheln und drop dann runter. Das ist bestimmt auch nicht Sinn der Sache. Hey, wenigstens war ich jetzt 10 Sekunden schneller als letztes Mal. Mit der Pace brauche ich noch 3 Mal, um weiterzukommen. Jetzt habe ich zum ersten Mal hier den Anfang verkackt. Natürlich auch ein bisschen blöd.
Das hat sich definitiv gelohnt. So, aber jetzt mal da hoch. Okay, dann halt nicht. Oh, zum Glück waren die Stacheln gerade nicht oben. Das wäre unschön gewesen. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen schneller als jetzt mal. 5 Sekunden. Ich meine, nicht, dass es reißen würde für einen S-Rang, aber wenigstens ist es nicht komplett kacke. Und oh nein. Und vor allem will ich da irgendwie immer so leicht mitschwingen. Jetzt bin ich sogar noch langsamer als beim letzten Mal. Okay, das war nicht so intelligent, aber ich bin wenigstens wieder oben gelandet, also yay. Minus 4 Sekunden, let's go. Ich habe schon direkt beim ersten Schwung gemerkt, das wird nicht. Die Frage ist, warum ich da nicht einfach zurückgesprungen bin. Und ich kann euch sagen, ich habe keine Ahnung. Verdammt. Hier muss ich echt einmal hin und her schwingen. Ach, komm mal. Ist echt keine schöne Challenge, muss ich sagen. Für mich zumindest. Dieser Schwung da, den zu machen, das ist echt gar nicht mal so einfach. So. Der Anfang war es wenigstens schneller als bei den anderen Malen. Außer dass ich beim ersten Mal dabei klopft genauso schnell. Bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Nein. Vor allem, ich habe gewusst, ich werde in den Stacheln landen und trotzdem bin ich so gesprungen. Und hier direkt nochmal getroffen. Das ist ja ein guter Anfang. Und ich bin trotzdem schneller als beim letzten Mal. What the? Okay. So oft wollte ich die Stacheln dann doch nicht berühren, ob man es glaubt oder nicht. Ich würde ja behaupten, dass ich gar nicht die Stacheln berühren würde, aber das würde mir keiner glauben. Dafür bin ich jetzt viel zu oft da reingesprungen. Oh mein Gott, ich bin mal oben gelandet. Ich glaub's ja kaum. Nein. Im Endeffekt bin ich nochmal genau auf... Ich bin einmal oben gelandet und was passiert? Ich bringe trotzdem dahin, wo ich gerade eben die ganze Zeit gestorben bin. Das, wo ich gerade eben die ganze Zeit gestorben bin. Wo ich die ganze Zeit gerade eben festgehangen habe. So, gestorben bin ich da ja nicht. Das war gerade echt so ein Moment. So, was? Okay. Das war echt weird gerade. Was hatte ich da gerade eben gemacht? Oh mein Gott. Das war nicht geplant, aber ich nehm's. Auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich ein richtig fettes Plus habe. Ja, klar. War klar. Oh mein Gott, das sind ja Stacheln. Verdammt, ich wollte einmal diese 5 Sekunden da mitnehmen. Aber ich frage mich halt echt, ist das tatsächlich möglich, mit Espios Schwung darüber zu fliegen? Das kommt mir irgendwie so unmöglich vor. Um ehrlich zu sein. Ich meine, das hier ist möglich, das weiß ich. Muss ja möglich sein. Ah, das war zu spät, zu weit oben. Und come on, verdammt.
Komm on, ich war auch eigentlich schon so gut wie... Oh, nee. Das hier ist echt, unangenehme Challenge. Gerade der letzte Sprung hier, der ist halt echt sehr, sehr unschön. Ich meine, den Rest krieg ich irgendwie einigermaßen hin, aber das ist echt schwierig. SBO bringt einen dann schon gerade hier so ein bisschen zur Verzweiflung, ne? So, und hier habe ich jetzt wahrscheinlich minus 5 Sekunden. Nein, nicht minus 5 Sekunden. Ach ja, stimmt. Letztes Mal habe ich ja gar nicht abgeschlossen. So, und diesmal habe ich mir so gedacht, nope, ich gehe unten drunter. Wenn ich mir schon recht sicher bin, dass ich nicht den Schwung vor oben drüber habe, gehe ich einfach unten drunter. Minus 10 Sekunden, Leute, das kann was werden. Und da sollte einfach nicht abbremsen, sondern Augen zu und durch, glaube ich. Das ist da, glaube ich, nicht so die dümmste Alternative, oder? Die Sache ist, beziehungsweise der Trick ist auch so ein bisschen, die maximale Range davon auszunutzen. Weil wenn man die maximale Range hat, dann sieht man ja, da kriegt man mehr Schwung. Das heißt, ich so klassische Pendelregel halt so ein bisschen, ne? Man darf nicht zu nah dran sein, muss eigentlich so weit wie möglich weg sein. Oh mein Gott. Nice. Die hat ein paar Nerven gekostet, die Challenge. Starlight Zone. Ah, warte. Hier fehlen mir immer noch zwei Challenges. Wo sind die denn? Ach, die sind hier. Rette die Tiere. Das hat man ja bei Sonic noch nie gemacht. Tiere retten. Ich muss sagen, dass das schwingt so langsam, das ist fast schon provozierend, ne? Ja, los, im Queen Pea-Style, yes! Man kennt mich ja auch als den Oberöko, der durch die Welt reist, um Tiere zu retten, was eigentlich eine gute Sache wäre, aber ich mach's halt nicht, ne? Aber ich hab mich extra für die Tiere da durchgedamaged boostet. Krieg noch nicht mal ein Dankeschön. Krass, das können die nicht reden. Oh, warte mal. Gut, dann lasse ich die Tiere da halt in Ruhe. In Ruhe eingefärscht. Oder muss man alle Tiere befreien? Das wäre fast so, als wäre ich alleine für die Schicht eingeteilt. Das geht so nicht, ne? Oh, ich gehe einfach weiter. Komm schon. Und jetzt ist hier das Ziel und es fehlt halt noch... Ne, okay. Hier ist noch nicht das Ziel. Ja doch, ich kann zumindest ein, zwei Container auslassen. Oh ja, das hätte ich locker machen können. Wahrscheinlich kommen hier jetzt noch so eins, zwei. Aber hier bewegt sich echt alles so unglaublich langsam. Ah, da, okay. Ja, da kann ich noch gut Zeit gut machen, ne? Aber ich glaube, die Challenge hier ist echt gar nicht mal so einfach, oder? Ich meine, A-Rang ist geschenkt. Das hat man ja gerade gesehen.
Die da unten lasse ich mal, in ihrem Gefängnis. Das hört sich so böse an. Weißt du, als wäre ich ein schlechter Mensch. Die da oben links lasse ich auch mal taktisch stehen. Ich hab mir doch gedacht, hier unten sind dann welche. Zweimal in dieselben Stacheln reinspringen. Gut so, weiter so. So, das könnte jetzt reichen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ja, doch. Und dann nehme ich jetzt noch die hier zum Schluss mit. Dann passt das. Obwohl, am besten will ich die ja skippen, ne? Nein! Warte, war hier hinten, waren hier hinten noch welche? Nein, hier waren keine mehr. Verdammt. Okay, die letzten, die muss ich, wenn ich gut Zeit sparen will, auf jeden Fall skippen. Oh, verdammt. Und man sollte auch auf den Container drauf landen und nicht daneben, habe ich gehört. Ich sammle einfach jetzt so schnell ich kann die ganzen Tiere ein, bis meine Kapazitäten erschöpft sind und danach schaue ich weiter. Und danach wasch ich halt durch den Rest durch, ne? Ich glaube, das ist eine ganz gute Alternative, weil hier gibt es halt echt ein paar, wenn man auf die geht, das kostet so super viel Zeit, ne? Wie zum Beispiel da links die. So, jetzt noch einen. Ich weiß auch, wo das sein wird. Also, let's go. Das werden dann nämlich die Tiere hier sein. Die nehme ich noch mit. Weil, ja. Man sieht, glaube ich, wieso. Die liegen halt mitten auf dem Weg. Aber ich glaube, selbst dann reicht das nicht. Nicht mehr so ganz. Obwohl, stimmt. Ich kriege ja hier noch die 5 Sekunden. Die sind natürlich Gold wert. Ich komm schon. Yes, nice. Oh mein Gott, Leute, das wird wieder, glaube ich, knapp. Das glaubt an der Kapsel vorbei, ja, ich weiß. Brauch ja nicht alle. Du bist auf Gold wert. Danke, denke ich. Ah, danke. Danke, danke. Auch wenn ich gerade nicht so weiß, wie ich mir das Kompliment verdient habe, aber danke. Hast nicht gesagt, dass es Gold wert? Ja, habe ich. Aber trotzdem kommt das dann ein bisschen random an der Stelle, ne? Ich meine, nicht, dass deswegen schlechter wäre. Nein, nein, definitiv nicht, aber... Das ist dann so... Ha. Ich hab mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Nee, sorry. Nee, ist gut. Ist gut, Pizza, danke. Das Letzte, was ich will, ist, dass du dich schlecht fühlst, weil du mir ein Kompliment gemacht hast. Das wäre so richtig what the fuck Logik. Und das wäre auch einfach schade, wenn man sich dafür schlecht fühlen muss, wenn man jemandem ein Kompliment macht. Egal wem das ist, by the way. Ich finde diese Einstellung sowieso immer komisch, dann so,
ja, wie kannst du Person XY nur ein Kompliment machen? Du bist vom anderen Geschlecht und die Person ist verheiratet. Da denke ich mir so. Oder in einer Beziehung. Muss ja nicht gleich so extrem sein. Da denke ich mir so. What the hell, Leute? Man kann doch wohl Leuten einfach so ein Kompliment machen. Man muss dann immer direkt dabei irgendwelche Hintergedanken haben. Da frag mich eher, was die Leute sich da so denken. Danke, Möppi. Ich meine, klar, es kommt natürlich auch auf die Art des Kompliments an, aber trotzdem. So eine Tabuisierung davon, vergebenen Leuten Kompliments zu machen. Ich meine, ich verstehe, warum viele Leute so denken, aber da sind viele Leute auch einfach ein bisschen zu steif. Ja, das Kompliment auch einfach nett gemeint sein. Ja, man muss nicht immer von keine Ahnung, dann direkt so ganz dumm gesagt, dass die Leute denken so, oh ja, geil, die Person will ich. Wenn man eine Person ein Kompliment macht, ich meine, what the hell? What? Ja, wir sind vom Thema ein bisschen abgedriftet, Pizza. Wollt ihr mal einen ertrinkenden Sonic sehen? Da habt ihr ihn gesehen. Damit nicht umgehen können, ja. Ich habe irgendwie gerade angefangen zu reden und habe komplett das Thema gewechselt dadurch. Ich bin mir fast sicher, ich bin genau dieselbe Route mit dem gerade auch gegangen und bin auch da in die Stachel gesprungen, aber hey. Der Ghost Sonic, der hat gutes Movement drauf, muss ich sagen. Der bewegt sich ja fast wie ich. Oder worauf war das Wort bezogen, Pizza? Ich finde generell, es sollten eigentlich wesentlich mehr Komplimente gemacht werden. Um ehrlich zu sein. Ich meine, ich bin selber jemand, der damit eher zurückhaltend ist, aber ich finde, es sollte wirklich gemacht werden. Ich bin halt auch damit hauptsächlich zurückhaltend, weil, ja. Wie manche Leute Komplimente sehen. Boah, den will ich haben. War das so witzig? Ich weiß es nicht. Aber okay. Werde ich mir merken, denke ich mal. Ich meine, dass ich manchmal Sachen komisch betone, ohne zu merken. Kann passieren, würde ich sagen. Verdammt, von hier aus komme ich nicht da hoch. Jo. Ne, für einen S-Rang müsste ich jetzt schon fast fertig sein. Bisschen knapp. Ich meine, hier wird es wenigstens ein bisschen schneller, aber trotzdem. Ist das Ende hier besonders schnell? Weil ansonsten bin ich halt echt verwirrt, wie man das hier hinbekommen soll, den S-Rang abzustauben. Ja, das Ende ist anscheinend ein bisschen schneller. Ja. Hau ab, du zu große Kugel. Keine Ahnung, wie ich das Ding bezeichne. Oh. Okay. Das war unerwartet. Aber ich nehm's.
Also, mich interessiert mal gerade. Ich schau mal gerade in die Chatlist. Und sind mal mindestens drei Zuschauer da. Wie auch immer mir mal wieder nur zwei angezeigt werden. Oder euch auch. Verwirrt mich immer wieder. Aber hey. Vor allem wundert es mich immer, dass so wenig Leute bei Sonic reinschauen. Dabei habe ich doch so lange so viel 2D-Plattformer gespielt. Das ist so eine Sache, bei der ich mich dann immer frage. Also gibt irgendwie keinen Sinn. Aber okay. Ich meine, ich bin froh für jeden, der da ist, wie gesagt. Aber es sind halt so Sachen, die ich mich dann frage, weil es fällt einem ja dann doch schon auf. So, okay. Ja, nice. Komm schon, komm schon, komm schon. Gleich kommt wieder der Panic Sonic, ja. Aber abgewandt. Dieses eine Mal abgewandt. Sagt er im nächsten Moment sind dann 5 Zuschauer. Auf jeden Fall, hey an die Leute, die gerade reinschauen. Wie geht's? Ich vergesse immer wieder, dass das hier eine Stachelplattform ist, ne? Immer. Wieso vergesse ich das die ganze Zeit? Naja, egal. Elf Sekunden. Ich meine, es reißt nicht ganz, aber wenn ich die Pace aufrechterhalte, dann kann das definitiv was werden, würde ich sagen. Ich habe es mal geschafft, den oberen Weg zu bekommen. Nice. Oh mein Gott, das hat ja sogar funktioniert. Ich bin gerade einfach nur baff, dass das funktioniert, ne? Komm schon hoch. Und in die nächste Kanone. Oh, das könnte gut werden. Oh, Stacheln. Oh. Ich hätte da hochspringen sollen, müssen, wie auch immer. Egal. Das passiert halt manchmal, wenn man hier ein bisschen rumspeedet, ohne die Map zu kennen, dann so. Oh, verdammt. Aber gibt doch Schlimmeres, würde ich sagen. Dann kann das zum Beispiel auch passieren. Oh mein Gott, Leute, das wird gerade richtig knapp, oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Sechzehnhundertste. Schön. Danke, danke, Poki. Hab ich mir verdient. Oder so, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich habe den Fisch erwischt. Und ich mache so einen dämlichen Spin-Out wieder. Ich sehe ja hier komplett neue Wege jetzt. Das ist echt interessant. Dich nochmal einzurollen. Ich würde sie ja beantworten, Poki. Aber ich habe selbst keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber hey, ich habe bei dem Checkpoint hier minus 16 Sekunden, also. Yay, I guess. Aber ich bin unten gelandet. Ich habe sowieso an manchen Stellen, denke ich, da kann ich jetzt durchspeeden, roll mich ein und verkacke dann meine ganze Route. Das passiert mir halt echt ständig. Ich sollte vielleicht damit aufhören, wenn ich die Gegend nicht kenne, mich einzurollen. Aber ich kenne mich auch und ich weiß, ich werde nicht damit aufhören. Komm, oben lang. Oben. Nice. Aber die Plattformen standen dafür auch echt gut in dem Moment, muss ich sagen.
Ich wollte mir eigentlich auf den Kopf springen, aber hinter dem zu landen ist auch eine legitime Lösung, würde ich sagen. Das kommt einem halt ewig lang vor, wenn man da oben in der Luft ist, ne? Das kommt einem echt wie eine Tortur vor. Minus 9 Sekunden. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich meine alte... Ist jetzt bei mir wieder der Klassiker, schafft ganz knapp nicht und im nächsten Versuch pulverisiere ich meine Zeit. Bitte ja. Ich glaube ja, ich glaube, das wird es tatsächlich dieses Mal, ne? Was heißt pulverisieren jetzt? So krass wird es jetzt nicht, ne? Aber wird schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Ja, wird ganz ordentlich. Immerhin mehr als 8 Sekunden drunter. Ist eine Leistung, würde ich sagen. Macht auch deinen vorherigen Versuch nicht besser. Da ist was dran. Da ist definitiv was dran, also.